Die Hitze geht heute und auch am Wochenende mit teils kräftigen Gewittern zu Ende und damit herzlich willkommen zum Wetter von wetter.net. Ja, die heiße Luft wird allmählich südostwärts verdrängt und zwar mit Ausläufern des Tiefdruckgebiets Xaver über den britischen Inseln. Schon am Vormittag sind im Norden und Westen Schauer und kräftige Gewitter unterwegs, die dann nach Osten ziehen. Dazwischen zeigt sich häufiger die Sonne, aber am Nachmittag kommen von Südwesten dann schon wieder neue Schauer und Gewitter auf. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 24 Grad an den Küsten, da weht auch ein recht starker Westwind und im Südosten sind bis zu 37 Grad möglich. In der Nacht ziehen die Schauer und Gewitter dann ostwärts ab. Dazwischen lockern die Wolken auf, aber in den Frühstunden gibt es im Westen dann schon neue Schauer und Gewitter. Und die Tiefstwerte bewegen sich zwischen 20 Grad im Osten und bis zu 14 Grad im Westen. Ja, auch am Samstag haben wir es mit Schauern und teils auch unwetterartigen Gewittern zu tun. Vor allem zwischen Oberrhein und Ostsee sind diese dann aufzufinden. Im Nordwesten lockert es etwas auf und hier ist es trocken. Das Ganze bei Höchstwerten zwischen 21 Grad an der Nordsee und bis zu 34 Grad im Südosten. Am Sonntag gehen die Temperaturen dann schon etwas zurück. Wir haben 18 bis 31 Grad, aber viele Wolken und auch Schauer und Gewitter sind wieder mit von der Partie. Am Montag werden 21 bis 31 Grad erwartet. Da wird es dann vor allem Richtung Ostsee freundlich. Ansonsten wieder einige Wolken mit Schauern und Gewittern. Damit wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende und bis demnächst.